Man merkt, dass diejenigen, die im Hochschulforum engagiert sind, ein Interesse daran haben, das Thema voranzutreiben. Denen geht es am Ende des Tages nicht darum, ihr Interesse durchzusetzen, sondern wirklich daran um das Thema. Und in den letzten anderthalb Jahren hat das Thema in den Hochschulen, aber auch in der Politik so viel Fahrt aufgenommen, dass es sehr viel einfacher mittlerweile ist, Konsens herzustellen zu manchen Fragen. Also man merkt sozusagen die Entwicklung, die das Thema in den letzten anderthalb Jahren gehabt hat. Ich glaube schon, dass wir uns im Hochschulforum nicht die Illusion machen müssen, in 3 Jahren irgendwas Grundlegendes in der Hochschulwelt zu verändern. Das sind ganz andere Dimensionen, in denen man natürlich denkt. Aber genau, es ist eben gerade die spannende Frage, wie kriegt man eigentlich einen so großen Tanker wie das deutsche Hochschulsystem als Ganzes, also man kann ja gar nicht irgendwie von der einzelnen Hochschule sprechen, dazu die vielen Impulse, die es im Moment gibt, aufzunehmen. Weil nicht alle Impulse sind es wert, auch in der Breite umgesetzt zu werden. Und es ist relativ schwierig, auch für eine Hochschule einfach die auf der einen Seite auszuprobieren und zu machen und auf der anderen Seite sich aber dabei gut zu überlegen, was will man am Ende wirklich, was trägt davon wirklich. Und ich glaube, dafür sind kleine Start-ups zum Beispiel auch gut, dafür sind Fachhochschulen, die kleiner und flexibler sind an vielen Stellen gut, weil sie halt genau schneller reagieren können auf diese Sachen. Und große Hochschulen brauchen vielleicht ein bisschen länger, aber ich glaube, es ist eben auch gut, dass man nicht bei jedem Trend sofort mitmacht, sollte es nur nicht verpassen. Was ich vor allem beobachtet habe, ist, dass dieser Vergleich von unterschiedlichen Bildungssystemen relativ schwierig ist. Also im Hochschulsystem ist es eher umgekehrt. Da gibt es ganz viele Leute, auch sozusagen für den Spiegelleser, die sagen, ne, wenn man in die USA schaut, die sind viel weiter. Wenn man nach Malaysia schaut, die sind viel weiter. Es gibt in Afrika teilweise Konzepte, die sind viel innovativer, als das wir im Hochschulsystem haben. Aber jedes System ist eben anders. Also die Finanzierung ist eine grundlegend andere in den USA, weshalb das System komplett anders funktioniert. Und man kann das einfach nicht vergleichen, sozusagen. Und was ich persönlich, glaube ich, dann auch gelernt habe, ist, dass die deutschen Hochschulen womöglich etwas langsamer sind, aber dass wir jetzt nicht behaupten können, wir wären damit zu spät in Deutschland. Also ich glaube nicht, was man dabei lernt, sondern was man vorher wissen muss, ist, wie die einzelnen Systeme funktionieren. Also welches Interesse hat die Politik daran, ein solches Hochschulforum zu fördern? Welches Interesse haben Experten aus der Hochschulwelt daran, da mitzumachen? Welches Interesse haben Experten aus der Wirtschaft daran, dort mitzumachen? Und ich glaube, der wichtigste Punkt dabei, wenn man das versucht zu koordinieren, ist immer zu verstehen, mit welchem Interesse kommt eigentlich wer hier rein und wie können wir die Energie, die damit auch reinkommt, so verwenden, dass es sozusagen ein produktives Ergebnis gibt. Aber im Grunde ist es genau das, wir machen genau das, von dem wir immer reden, von der Kollaboration. Also wir stehen vor den gleichen Herausforderungen wie Lehrende jetzt, die aus unterschiedlichen Fachbereichen zusammenarbeiten müssen.